hier gut, Junge. Immer die andere Knarre. Der ist sowieso so groß, den kann man kaum über. Ich wollte gerade sagen, Hilfe. Euch vernichten! Ist genau, ja, genau. Fliegt mir genau. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort muss er sein. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich's gleich auf seiner Leiche bringen. Nein. Oh, wieder so viel Muni für das Ding weg. Mann, Mann, Mann. Schade drum. Upsala. Speichern. Ja. Kreis ist dort. Das war hier irgendwo. Das habe ich noch nicht gesehen. Der Kreis ist hier und das dürfte doch also dort sein. Hier BIA, Schweinebacke. Ich glaube, ich muss mir echt mal dieses Upgrade holen, denn je länger wir brauchen, desto weniger Credits kriegen wir. Wenn ich jetzt doppelt so viel gehabt hätte, naja. Ich habe gar nicht geguckt, wo das Limit anfängt. Ist mir aber auch eigentlich wurscht. Ich möchte nur mal gerade den Muni glotzen. So, ja, eigentlich müsste ich jetzt genug haben, ne? Nein, nicht diese Waffe. Muni für die Waffe ist natürlich immer sehr, sehr beschränkt. Oh Mann, was ich sehr, sehr schade finde. Und treffen tue ich mich damit auch nicht immer, aber naja. Na, wer ist da? Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Oh. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Hm? Ihn? Wie Sie? Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Batarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen Sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Toll. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einer zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von der ihren lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über sie haben. Scheiße! Da
Verschwinden Sie von hier! Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Nein, das ist nicht erbärmlich. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien, hat aber nie was geholfen. Ja. Puh, das ist heftig. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Ich würde sagen, aber bitte nicht, während ich da bin. Meine Güte. Yo! Oh my God! So viel zur Flora. Mhm, wandelt absolut. Achso, man kriegt sogar neue Fähigkeiten mit den Leuten dadurch. Das ist cool. Ja, das ist sehr cool. Finden Sie heraus, was Ihnen entgangen ist. Erstellen Sie einen neuen Commander Shepard mit einer anderen Klasse und einem anderen Geschlecht. Es wird eine völlig neue Erfahrung sein. Oh, das glaube ich gerne. Tja, dann schauen wir uns noch die Sequenz jetzt an, die kommt, und dann mache ich mal kurz einen Schnitt. Oder auch nicht. Komisch. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Dann lesen wir halt die neue Nachricht. Danke von Leslie. Ich bin Leslie, war auf Aria. Aya. Das Essen machte mich krank. Die Ärzte helfen mir jetzt. Ach die. Ein Arzt kennt Jacob. Komischer Satz. Er sagt, er kann Ihnen das sagen. Er kann das für mich schreiben. Aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. Meine Worte kommen zurück. Ich kann gut reden. Lesen ist schwer, aber es wird besser. Es muss besser werden. Taylor wollte, dass ich so werde. Er wollte, dass meine Worte weg sind. Ich muss ihm zeigen, dass er verloren hat. Ich bin nicht schwach. Er hat mir Dinge angetan und jetzt kann er das nicht mehr. Er kann nicht meine Worte nehmen. Er kann nicht machen, dass ich nicht ich bin. Weil sie und Jacob ihn aufgehalten haben. Danke, Leslie. Sorry, das konnte ich schlecht lesen, weil diese Wortwahl einfach dem normalen Standard widerspricht, weil die Frau halt nicht sehr gut lesen kann. Ich weiß nicht, was ich von Grant halten soll. Mein Psychoreport war über O'Keer. Wir haben keine Garantie, dass Grant mental stabil ist. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Morden würde gerne in seinem Tech-Labor mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Oh, jetzt kommt Morden auch. Wieso kommt jeder nur Dings nicht? Das gibt's doch nicht! Mann! Morden, sogar Morden, ey. Ich fass es nicht. Was Morden von uns möchte, sehen wir aber das nächste Mal. Nein? Ich bin blöd, er ist doch auf diesem Deck. Sehen wir beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Run. Ciao, ciao. Willkommen zurück auf der Normandie. In den Weiten des Weltalls. Mein Gott. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind.
Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Was? Kann nicht warten. Zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Sie haben die Anpassung der Kroganer an die Genophage gestoppt. Als Teil eines Teams. Wissenschaftler verschiedenster Richtungen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Okay, und schon wieder einen neuen Auftrag. Mamma mia. Immer wieder von der falschen Person, wie ich finde. Whatever. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum. Gut. Ich könnte ein wenig Freizeit vertragen. Irgendwas ist ja immer, stimmt's? Ja. So wie manche reden, könnte man meinen, wir wären bereits tot. Es ist schwer für eine Crew, sich bei so einem Job zu entspannen. Ja. Für uns gibt es keine Freizeit, Jacob. Nicht in diesem Job. Ich bin es nur leid, ständig hören zu müssen, dass wir sowieso alle sterben. Boah, das stimmt. Das ist schlecht für die Motivation. Niemand hat behauptet, es würde leicht werden. Das habe ich auch nicht angenommen. Aber 5 Minuten lang, hey, wir schaffen das schon, würden sicher nicht schaden. Wir können zwar so tun, als ob, aber wenn wir nicht unser Allerbestes leisten, werden wirklich alle sterben. Ich werde alles geben, keine Sorge. Aber Sie könnten sterben, hat für mich nie so gut funktioniert wie Sie werden vermutlich überleben. Liegt wohl an meiner Sicht der Dinge. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. War schön, mit Ihnen zu reden. Ja, aber er hat recht. Es gibt Dinge, die sind einfach, die hören sich besser an. Wir nehmen mal wieder die hier. Hat zwar nicht so viel Schuss, aber wir nehmen mal den mit, vielleicht bringt's was. Ich weiß zwar nicht, wie gut das Teil ist, aber whatever. Bin auch nicht so ein Fan davon. Hat vielleicht Jacob wieder irgendwas Neues? Ich hoffe, euch geht das nicht auf die Eier, dass ich hier ständig mit den Leuten spreche, aber wie gesagt, es gehört für mich dazu. Ich möchte dieses Spiel so ausführlich wie möglich zeigen. Ja, Shepard? Mit dir wollte ich eigentlich nicht reden. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Joker. Hey, Commander, schön, dass wir jetzt wissen, dass Jack wirklich verrückt ist. Das war bisher noch unklar und hing einfach so in der Luft. Ach, du bist ja so witzig. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ruhig genug, ich... Was zum... Probleme? Nichts, was ich... verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf. Sie haben auf manueller Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ah, sie schiebt ihn einfach so links und rechts. Oh, wie geil. Ah, seht ihr solche Stellen? Das würde man verpassen. Ich finde das total lustig. Was zum... Hören Sie auf, Edi. Genial. Genau sowas ist es herrlich. Und sowas möchte ich eben nicht verpassen. Das ist einfach zu komisch. Tja, sofort weiter oder hast du noch? Keine Nachrichten für Sie, Commander. Gut, du hast nichts. Okay, also ich glaube, Miranda mache ich als allerletztes, denn irgendwie kriegen wir ja ständig neue Aufträge. Alkoholust. Der Alkoholplanet. Oh, was kann man unter so einem Tarnrekord hin? Boah, Alter. Im Halbmondnebel gibt es aber viele. Mordenhäfen. Hier. Tuchanka. Klingt wie ein wildes Gebiet. Dass man die Sequenz nicht wegdrücken kann, finde ich ein bisschen schade. Es ist zwar nicht viel, aber... Ja, warum eigentlich nicht? Ach nee, ich habe ja... gerade eben schon... Ich will nur mal gucken auf Anomalien. Kruban. Kruban ist ein
ein... Oh, vergiss, es ist einfach venusartiger Treibhausplanet, nicht zu glauben. Hoch, aber keine Anomalie. Schade. Ja, Palladium ist der meistgefundenste Stoff, wollte ich schon sagen. Das meistgefundenste Material, was ich bislang habe. Nein. Ja, ich muss das ganz eindeutig mal langsamer machen. Sonde gestartet. Platin ist auch sehr wichtig. Naja, das ist nicht so toll. Ach, nee, das lohnt sich nicht. Lassen wir es gut sein. Mordin. Yay, jetzt habe ich... Theoretisch habe ich dann wieder mein altes Team bislang. Bevor ich Tali habe, nehme ich mal Mordin mit. Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt, die Atmung erschwerende Asche, Salzebenen und stark basische Meere. Auf Tuchanka gedeiht fast alles. Vor Jahrtausenden war das anders. Es gab unter dem Licht des F-Klasse-Sterns Aralak, ein Wort des Rai-Clans, das Auge des Zorns. Leben in Hülle und Fülle. Baumähnliche Pflanzen, mein Gott, gediehen und dichten Urwäldern. Ihre Wurzeln entsprangen seichten, schlammigen Meeren. Doch dann wurde in einer evolutionären Hexenjagd... Oh mein Gott. Moment, ich war ein bisschen zu schnell. Hexenjagd, was ist denn das? Hexenjagd. Leben von Leben vernichtet. Die Kroganer entdeckten die Atomspaltung und bald darauf ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Oh, klasse. Eine kleine Eiszeit mit nuklearischem Winter tötete dann auch noch die letzten Pflanzen. Wir landen einfach. Bin ich in der Stimmung zum Lesen? Will nicht lesen. Stimme weg. Müssen landen. Bin neugierig. Rede wie Mordin. LOL. Hab wirklich Hunger. Ganz kleinen Moment, bitte. Hä? Achso. Ja, wir legen gleich los. Ein klitzekleiner Moment.